Gut, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo der Teleporter hingeführt hat. Deswegen mache ich einen Quicksave und dann probieren wir es einfach mal aus. Das Portal öffnet sich und eine Welle blanker Furcht heult über euch. Eisige Tentakel verfolgen Macht, greifen nach eurem Schädel und euer Blick verschwimmt. Etwas tritt durch das Portal. Das war nicht das, was ich da drin erwartet habe. Stufenaufstieg. Jetzt hoffe ich mal, dass... Ja, ich hatte die Einstellungen richtig. Eine zusätzliche Waffenfähigkeit für Flegel. Nee. Zusätzliche Waffenfähigkeit. Rettungswürfe reduziert. ETW um 2 reduziert. Zusätzliche Zauber. 2 Trefferpunkte Sagenkunde. Ja, sehr schön. Ja, hauptsächlich Flegel, dann vielleicht irgendwann mal Streitkolben. Weil das können wir nicht weiter steigern. Und das hier bringt nichts, weil wir mal mit einem Schild kämpfen. Also Flegel. So, dadurch haben wir jetzt einen ETW von 1 hier. Und hiermit haben wir einen ETW auch von 1. So, Zauber. Brauche ich noch mal eine Rüstung hier? Person festhalten, ja. Eine Stärkung. Ne, machen wir das da. Dumm Detail. Hier. Nochmal das hier. Noch ein Strahl des Ruhms. 7 haben wir bis jetzt ja nur. Finger des Todes. Aber ja. Gut. Ja, der Geruch von Schwefel steigt in die Nase, als das Portal öffnet. Ein Riesenkabel greift aus dem Portal und hält sich am Rand fest. Dann zieht sich der Dämon durch das Portal und greift an. Ein Höllenschlundscheusal. Sprecht frei heraus. Sie hat natürlich keine Furchtbannen, das ist nicht so schön. Dann bannst du eben die Furcht vorher. Ich warte. Ihr zeigt mir wohin, ja. Und ich schlage zu. Keine große Herausforderung. Ja, wieder das Höllenschlundscheusal. Das gefällt mir gar nicht. Das Ding hat nicht so viele Erfahrungspunkte gegeben, obwohl es recht stark war eigentlich. Ja, das ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ich bin bereit. Okay, okay, wurde aber auch Zeit. Zauber, nimm dich bitte. Ich
stimme dem bisher eingeschlagenen Weg. So. Der Stein befiehlt und ich muss gehorchen. Diese Rüstung ist das Geschenk an jene, die bei klarem Verstand sind. Ein Puzzle, ein Rätsel, eine Bindung. So ward mein Haus gebaut und ich habe meine Pflicht erfüllt. Ihr habt euch bewährt, Talisa. Ein Plattenpanzer. Wir haben keine identifizierende Schriftrolle mehr. Nö. Sie kann den auch nicht identifizieren, leider. Immer und guck mal, was da noch alles drin ist. Steinhaut wäre zum Beispiel nicht schlecht. Geringe Zauber zurückwerfen wäre nicht schlecht. Schutz vor normalen Waffen. Kettenblitz. Wahrer Blick. Der haben wir. Den konnten wir nicht. Den konnten. Und der befindet sich bereits im Zauberbuch. Okay. Komm, Imon, den kriegst du mal den. Damit du den auch benutzen kannst. Ja, ansonsten haben wir nichts. Und ja, das Portal dürfte jetzt nicht mehr funktionieren. Sagt mir, was immer ihr wünscht. Nee. Avery ist verlangsamt, weil sie das Teil mit sich rumschleppt. Ich würde ja gern den Streitkolben geben, der es halt gut gegen Untote. Leider haben wir nur ein Waffenslot, zwei Waffenslots für Talisa. Wenn ihr es wollt. So. Also die Räume sind wir abgegangen. Hier unten fehlt noch und hier oben lang fehlt auch noch. Los, verstanden. So, hier sind jede Menge Schädel zum dran drehen. Das ist noch ein Rätsel. Und hier oben rum müssten wir eigentlich wieder in... Ach du meine Güte. Ich war natürlich. Auf geht's. Schön. Wer auch immer die Yuan-Ti's eingeladen hat. Ja. Wenn es das ist, was ihr wollt. Werden wir sie mal los. Ich bin der Beste in dem, was ich mache. Und was ich mache, ist ja nicht nett. Das sollte nicht. Sprecht frei heraus. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Ich habe keine chaotischen Befehle. Wem zur Hölle habe ich die eigentlich gegeben? Ich habe das immer wieder vergessen. Ah doch, da ist es doch. Chaotische Befehle ist doch da. Das ist blau, nicht rot. Rot ist ja das Gegenteil. Da. Ich bin ja wohl.
wie ihr wünscht. Die Dienerin der Natur ist bereits schon erledigt. Und ja, das ist die Falle. Ich warte aber gerne. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die chaotischen Befehle das auflösen. Ja. Aber da habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Im Wesen dazu ist diesen Zauber geschützt, es ist gegen alle Arten von magischen Befehlen immun. Ja, es schützt. Ja, super. Braucht ihr etwas? Vita, euer Wunsch ist mein Befehl. So, Masken. Legt eure Hand in meinen Mund. 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 Ja. Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. Stell dich vor ein Gesicht und antwortet. Gib mir der Antwort, die befreit. Schmerz ist der Preis des Misserfolgs. Ich kann keine Farbe haben, doch kann Dunkelheit in mir liegen. Ich wiege nichts und halte nichts. Und wenn man mich in einen Behälter steckt, wird er umso leichter. Luft, Glaube, Kameradschaft, ein Seil, ein Loch, Liebe, Wasser, Poesie. Luft? Diese Antwort ist nicht zufriedenstellend. Okay. Gut. Gott, wie öde. Keine große Herausforderung. Halte die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Okay, das ist ein anderes Rätsel. Von Leben erfüllt, tanzt es hell, verbannt alles außer dunkelster Nacht. Gebt ihm Futter und es wird leben. Gebt ihm Wasser und es wird sterben. Das ist Feuer. Oranto ist zufriedenstellend. Diese Runde hat der Verstand gestimmt. Ihr seid frei. Kehrt zurück und stellt euch einem anderen, wenn ihr euch traut. Okay, das Rätsel wurde gelöst, das Gesicht spricht nicht mehr. Ja. Leichter als das, woraus ich bin, mehr ist von mir verborgen, als man sieht. Ich bin der Tod der Seeleute. Ein Zahn im Meer, sagt meinen Namen. Ja. Leichter ist das, woraus ich bin. Mehr ist von mir verborgen, als man sieht. Ich bin der Tod der Seeleute. Ein Zahn im Meer sagt meinen Namen. Eis. Eure Antwort ist zufriedenstellend. Ich habe eigentlich nach Eisberg gesucht. Ihr seid frei. Gut. Und jetzt kommt die nächste Frage. Wir machen alle durch und dann kriegen wir wieder was Schönes. Ja, gibt die Antwort. Der Mann, der es erfand, wollte es nicht für sich selbst. Der Mann, der es kaufte, brauchte es nicht für sich selbst. Der Mann, der es braucht, weiß nicht, wann er es braucht. Das ist ein Sarg. Ja. Weil der Mann, der es baute, ist der Totengräber oder der Bestatter. Der Mann, der es gekauft hat, hat es für den Toten gekauft, nicht für sich selber. Und der Mann, der es braucht, der weiß halt nicht, wann er stirbt. Hm? Ich liebe solche Rätsel. Das macht das Spiel richtig schön. Ah, jo. Stellt euch vor ein Gesicht und antwortet.
Das Leben, das ich führe, sind kaum Stunden oder weniger. Ich diene die ganze Zeit, indem ich verbraucht werde. Ich bin dünn, am schnellsten, dick am langsamsten. Und Wind ist der Feind des Geschenks, das ich bringe. Dünn am schnellsten. Ich verdiene, indem ich verbraucht werde. Und Wind ist der Feind des Geschenks, das ich bringe. Das ist entweder eine Kerze oder eine Wolke. Ja.